Die Jungs angeführt von Marc-Oliver Kempf, der hier heute der Kapitän ist. Torhüter ab in ihr Tor. Und dann geht's doch hier auch schon los. Dass man hier auf beiden Seiten sich auf jeden Fall auch Mühe gibt. Und das macht Karbovnik da hinten. Macht er richtig stark. Ich bin Fan von ihm. Auch in dem Spiel gegen Fürth war ich sehr überrascht von ihm. Das muss ich auch sagen. Also so hinten links dann so einen Außenverteidiger zu haben, der halt technisch auch einfach beschlagen ist. Und auch mutig. Und da ist die Möglichkeit. Da flog knapp drüber. Und auch jemand, der den Mut hat, mit nach vorne zu gehen und auch mit vorne sich mit einzuschalten und so, finde ich sehr, sehr gut. Da hat sie wieder gute Kombination. Da hat Martin Winkler als Platz. Guter Ball in die Mitte. Da nochmal quer und kommt er da ran. Und bei Bilal Hussein, unserem Neuzugang, war ja bei unserer Pressekonferenz letzte Woche so ein bisschen das Thema auch, dass Transfermarkt.de ihn ein bisschen zu groß eingeschätzt hat. Gute 10 cm. Da einfach mal der Schuss gegen den Pfosten. Gut durchgesetzt auf jeden Fall da. Einen Pfostenschuss hatten wir schon. Knappen Schuss drüber. Oh, jetzt war gut durchgesetzt. Ein gutes Tempo. Und da, das ist kein Abseits. Und der geht knapp vorbei. Und auch da jetzt wieder gut durchgesetzt. Ein guter Ball. Da der Ball rüber, der Abschluss und da ist das 1:0 durch Jeremy Dudziak. Da ist endlich mal dieser eine Ball, der dann rüber geht. Und dann dachte ich kurz, dass er vielleicht ein bisschen zu lange braucht und dann macht er aber doch das 1:0. So die Überzahl über rechts, Winkler zieht dann in die Mitte. Und wieder Rehse mit über links. Und jetzt noch die Schussmöglichkeit vielleicht. Oh, der geht knapp rüber. Oh, jetzt, wenn er den links rüber spielt, da ist komplett blank. Und der hat Tempo. Wenn er ihn jetzt mitschickt. Da der Schuss. Und tatsächlich das 1:1 für Hertha Zehlendorf. Jetzt hier die Schussmöglichkeit und das 2:1. Martin Winkler, wie schon gegen Stahnsdorf, so ein bisschen in die Mitte gezogen und dann mit seinem linken Fuß, einem Zauberfuß, macht er hier das 2:1. Aber das ist jetzt so ein bisschen diese Situation, die ich vorhin meinte, dass zwischendurch auf jeden Fall diese Phasen kommen werden, wo sich dann Hertha Zehlendorf schon ein bisschen mehr hinten reinstellen wird. Aber das machen sie auch gut gerade. Da ist Tabakovic, Karbovnik, wieder Tabakovic und mit der Pike macht er das 3:1 im Zusammenspiel mit Miki Karbovnik. Das sah doch mal richtig, richtig gut aus. Mit Winkler, Kenny kommt wieder mit. Ah, schade. War ein bisschen zu hervorsehbar. Ja, vorhin hat dieser Steckpass geklappt, jetzt leider nicht. Jetzt war ein bisschen hervorsehbar. Oh, tanzt sich da gut durch. Der hört ja gar nicht mehr auf und holt dann den Freistoß raus. Das war eine richtig starke Aktion hier Nummer vom Fünfer. Nummer 5 vor CR7 geworden. Und da muss ich auch sagen, das sieht man heute, dass sie eben da auch oben stehen. Die spielen einen guten Ball. Hier aber Rehse nochmal und auch der, wie schon vorhin, geht leider knapp drüber. Das sollte heute leider nicht klappen. Und Halbzeit jetzt. Wenn wir jetzt hier gleich mal so ein bisschen rüberschwenken, sehen wir hier vorne mit der 28. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Das erste Mal Kilian Nsona. Aber raufgehen hat sich gelohnt. Jetzt Freistoß, gefährliche Position. Oh. Ja, nicht schlecht. Wenn da vielleicht irgendwo einer noch seine Birne reinhält, dann geht er rein.
Jetzt hier der gute Seitenwechsel von Veit Stange. Ein guter Ball raus auf Lukoki. Ball kommt an die Mitte. Oh, eine gute Möglichkeit. Elias Strassner da. So, jetzt hier Lukoki setzt sich da gut durch. Da kommt der Ball zu Unsona. Probiert das mal. Da wird. Oh, war der abgefälscht? Nee, der war nicht abgefälscht. Schade. Da ist die Möglichkeit. Ja. Und das ist Tor. Nada Jindawi mit dem 4:1. Gut freigespielt hier von Elias Strassner, glaube ich. Der Ball in die Mitte und da ist Jindawi. Hier. Ja, da Zehlendorf mal wieder mit dem Angriff. Da oh, vielleicht die Möglichkeit. Gut. Und den wehrt Veit Stange, glaube ich. Gerade noch so ab. Jetzt mal die Ecke für Hertha Zehlendorf. Wichtig und richtige Antwort, die es da gibt. Also, ja. Aber ja, wie gesagt, also guckt da gerne vorbei auf Insta. Oh. Und hier, oh, die Möglichkeit. Da war das versprochene Tor von Scherhan, was ich angekündigt habe. Ihr hattet es gesagt, das stimmt. Und das war dann auch. Mal 2 Sekunden zu früh abpfeifen. Wie gestern schon gegen Babelsberg.